Was AfDler nie sagen würden. Hui. Salam alaikum. Ah. Der Trump ist echt schlimm, ne? Ein Skandal nach dem anderen, ey. Dass Menschen doch auf so plumpe Parolen reinfallen heutzutage, ist echt erschreckend. Schlimm. Was war eigentlich dein Lieblingsfach in der Schule? Geschichte. Hier, Aufarbeitung der deutschen Nazi-Vergangenheit und so. Und deins? Frühkindliche Sexualerziehung. Und Sport. Aber checkst du bitte vorher nochmal die Quelle? Ich meine nicht, dass wir irgendwelche Fake News retweeten, ne? Ich mag einfach die tolle Stimmung in der AfD. Hm. Es gibt keine Intrigen, alle gönnen sich ihre Posten. Ja, da sind wir wirklich total anders als all die anderen Parteien. Ich habe übrigens eine muslimische Flüchtlingsfamilie aufgenommen. Und? Hm. Dieses Halal-Essen ist echt lecker. Nazis raus! Nazis raus! Was sagt denn unsere Gleichstellungsbeauftragte dazu? Hast du eigentlich Kinder? Mhm. 4. Von 3 verschiedenen Frauen. Aber jetzt lebe ich mit einem Mann zusammen. Ach, Patchwork-Familien ist was Großartiges, ne? Ja, aber wenig Schlaf gerade. Ja, wegen dem Mann. Ja. Also ich habe ja nichts gegen Ausländer. Aber? Hä? Kein Aber. Magst du Dackelkrawatten? Überhaupt nicht. Wenn meine Kinder jetzt homosexuell werden, ne, oder Grüne wählen, da hätte ich jetzt kein Problem mit. In dem Sinne. Hm. Ja, ich verstehe dein Argument. Ja, danke. Und ich danke dir, dass du mir das so differenziert erklärt hast. Hauptsache, wir nehmen nicht die Opferrolle ein. Ne? Nö, also das passt unwirklich nicht zu uns. Es wäre mir ganz unrecht. Bernd Höcke. Wer? Bernd. Ach, der. Unter Hitler, da war alles schlecht. Ja. Ne? Ja. Ja? Mhm. Weißt du, ich will nicht, dass die dann wieder eine reißerische Schlagzeile draus machen können. Ah, stimmt. Am Ende halten uns noch irgendwelche rechtsextremen Nazi-Arschlöcher für wählbar. Eben. Mach's nochmal sachlicher, ne? Mir ist politische Korrektheit wichtig. Oh ja, mir auch. Ey, sonst könnten wir uns am Ende ja alle als Nazi-Schlampe oder so bezeichnen. Gruselig. Mein Sohn hat ja ein Poster von Mesut Özil im Zimmer, ne? Und meiner von Boateng. Ja. Du, ich bin ganz froh, dass die Hymne nicht mitsingen. Ich krieg davon eh Ohrenkrebs. Du, Hauptsache, die können gut kicken.